Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben heute eine Premiere, Freunde. Wir sind alle hier zum ersten Mal in einem Raum. Wir werden einen Trio-Stream machen. Gestern wurden wir gefickt, was wir brauchen. Ich weiß nicht ganz genau, wann ihr das Schwarze Video Magie. Seht. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Ding. Ich hoffe, ich habe mir bis dahin den Dicken geleistet. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, Freunde. Checkt die ganzen Jungs ab. Die sind leider noch sehr irrelevant und haben als einzige in dem Raum nicht die 1 Million Abonnenten. Ist eigentlich ein bisschen peinlich. Oh, scheiße. Sollen wir rausgehen oder ist es okay für euch? Nein, natürlich nur Spaß, Freunde. Warum redet lasst, euch? Lasst gerne auch ein Abo bei denen da, auch bei Broski. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Video und ich hoffe, euch hat der Stream auch gefallen. Du bist 1,82. Ja. Holland! Holland! 190k, mein Sohn! Das geht so auf meine arme Lunge. Oh, super weh. Also, ich muss sagen. Da ist er wieder! Verkaufe wie ein Wichser die ganze Zeit meine Positionsmodifikationsstrecke. Du weißt 900. Weißt du, warum? Das ist genau dein Problem. Die Dinger zu verkaufen, nimm sie mit dem Verein und drück mir zu gierig. Mach du das mal bitte bei mir. Ich übernehme eure Packs. Das kann ja nicht wahr sein. Guck mal da. Wow, gut. Italien, okay. Nee, da hört's auf. Oh, Barella ist gut. Oh, Barella. 100k. Ja. Was laberst du? Nee, das ist echt gut. 100k. Cool. Du hast gerade in 2 Minuten den besten Spieler gezogen, den ich heute gezogen habe. Ja, teuerst. Hab ich gern gemacht. Okay, Freunde, wir sehen uns. Warte. Und da lerne ich dazu. Verzinkter Stahl. Endo Ball. Gespeichert. Okay, bis ich lerne es. Hallo? Ja, Chat ist da! Wir sind live! Chat 24er. Wir sind jetzt live auf meinem Kanal und wir werden durchstreamen. Ich schaff's noch, die zu überreden. Wir schaffen das zusammen als Community. Bis morgen 3 Uhr. Meinst du das übermorgen 3 Uhr? Das. Also morgen noch den ganzen. Ja. Ja, ja, glaub mir. Nein, hör auf jetzt mit sowas. Stopp, du meinst bis nachts 3 Uhr. Oder bis morgen früh 3 Uhr. Nachts? Quasi sind wir jetzt noch 27 Stunden live. Ja, genau. Sollen wir das schaffen? So, Freunde, wir haben uns hier kurz beraten. Wir haben gesagt, es sinnvollste ist, also wir können, wenn wir jetzt hier durchziehen, dann werden die Streams, dann hängen wir da morgen drin. Eli hat sich nämlich ein bisschen ja auch verrechnet, ne? Weil 36 Stunden live ist, glaube ich, unmöglich, ohne zu pennen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt hier bis um 4 Uhr und sind morgen wieder um 12 Uhr online und dann geht's wieder bis nachts. Morgen! Aufstehen! Wir sind wieder da. Hat Eli noch seinen Schlafanzug an? Ja, ja, ne? Ja. Gerade beim Timo aus dem Bett gefallen. Gib mir ein Naschi. Oh, in vom Workout. Oh, Oblak habe ich gezogen. Oh, Modric. Oh, Chat, nimm mal mit. Stimmt. Nehmen wir mit. Mein Vater meinte so, ja, ich verstehe das vollkommen und sowas. Mein Sohn hat sich falsch verhalten. Let's fucking go, Junge. Wichtig, gib mir mein Geld. Ja, ein bisschen Autoblocks gibt's ja auch immer noch. Ja, was ist das? Thomas Müller und das sind meine Maula. Workouts. Und das sind meine Workouts. Ich check Animationen von Workouts nicht, ne? Mal geht's nach links, mal geht's nach rechts, mal geht's überhaupt nicht nach links oder nach rechts. Und wir sind wieder bei Spanien. Hey, aber. Na, endlich! Das ist der teuerste Spanier, den man ziehen kann. Das ist echt krass. Wir sind was ist hier los? Oh. Die Maria. Digga, es muss einfach wirklich gleich weiß. Das ist verrückt, das Hero! Oh! Oh, oh, das ist cool. Da bist du. Das ist richtig cool. Aber Spanier, ne? Aber das ist cool. Alter, stark. Mal wir gucken, Chad, was kostet Morientes? Ich glaube, der kostet einen Apfel und ein Ei. Sieht farbig aus? Ah, okay, Apfel und Ei. Angemalter Naschi. Ah, nee, ist oh, schon stark. Nicht. Angemalter große Naschtüte. Ja, aber das ist schon mal schön. Was ist? Casemiro, wow. Oh, stark. Wow. Einfach Spaß hat, mit uns einen coolen Nachmittag verbringt. Oh, und ich bin drin. Okay, ab jetzt geht's nur bergauf. Und die gucken alle zu.
Was, wie krank ich würde. Ich würde nicht einen Pupsi rausdrücken. Ich auch, ich würde einfach, ich glaube, ich würde sein ganzes Leben stottern. Die Packs sind gut. Die Packs sind gut! Die Packs sind gut, Freunde! Da ist er doch! Er ist zwar untrained, aber er ist da! Er ist da, Chat! Und ich krieg im Gegensatz zum Flachau. Auch mal SBCs machen und belieben! Zweimal Messi, zweimal Krisch, einmal Neymar? Ja. Aber Mbappé habt ihr noch nicht? Nee. Das aber das ist jetzt mein nächstes Ziel. Das ist mein nächstes Ziel. Oh, Walkout! KDB! Jawohl! Stark! Da ist er doch! Was kostet der Mann? Lavi Talk! Lavi Talk! Digga, du hast dich an wie Alvin von den Chipmunks. Lavi Talk! 100, ja, es gibt 100 Capex. Ja. Es gibt 100 Capex. Was? Was? Was labert ihr? Oh mein Gott! Eins. FIFA 23 Starter Kit Bundle Pack. Was sehe ich hier? 100 Capex. 100 Capex ist untauschbar? Das ist untauschbar. 100 Capex. Ey, meine Spieler lassen sich spielen wie Nutten. Ah, aber da ist ja noch irgendeine andere Karte drin. Draft-Token und so. Digga, bin ich gerade erschrocken. Ach du Scheiße, wartet mal. Boah, es ist rutschen gegangen. Ey, hat mich einfach abziehen Digga, lassen. Ist das geisteskrank. Und dann zieh ich da an die Licht. An der Post, glaube ich. Immer mit dem falschen Dealer. Ja, komplett. Das ist absolute Quatsch eigentlich. Ich hab einen Walkout. Ja. Ronaldo, mach es! Ist das geisteskrank. So ein Kackpack gewesen. Damals war dieses Streaming noch nicht so weit wie jetzt. Stell dir mal vor, die Spiele von jetzt in der heutigen Streaming-Phase. Und der aktuelle... Früher. Ja, die Spiele von früher, aber die gleiche Mentalität vom Gaming. Aber den Twitch von... Digga, weißt du, was du da... Weißt du, was da abgeht? Ja. Das wäre unglaublich. Heutzutage, wenn man jetzt Black Ops 2 spielen würde und das Spiel kommt nochmal raus, dann wäre es nicht so. Weil die Mentalität von Gamern ganz sich voll verändert hat. Black Ops 2 war auch so geil, Junge. Boah, mit den Streaks, Alter. Orbitalsatellit. Orbi-Hundeschwarm, da hast du alle gefickt. Ja, aber wie hieß das? Lodestar war auch Lodestar bis... War da gab's aber einen Patch, der hat den Lodestar gefickt. Digga, gegen die Hunde konntest du einfach nichts machen. Du konntest dich... Du wurdest einfach gefickt von denen. Die haben einen so auseinandergenommen, die Killstreak. Vor allem... Da kam ja nicht nur so ein paar Hunde, sondern, Bruder, auf einmal war es zum Tierheim. Was ist jetzt eigentlich mit Ding hier, mit R9? Der läuft gleich aus. Da gehst du dann rein, oder was? Man kommt schon irgendeiner raus, zieht da wohl R9. Chat, soll ich den holen? Wenn der nicht für 10 Millionen erboten wird, ich hab den letztes Jahr für 13 Millionen geholt, oder nee, es waren 12 oder sowas. Ist jemand mit mir drin? Ja. B2L. Oh. B2L. Oh. Warum 10 Millionen und 10k? Das wäre doch ein schöner Preis. Geben wir uns die Hand. Alexa, Timer aus. Alexa, gib mir 9. Das Ding ist over. Hasten, GG. Letztes Jahr habe ich den teurer geholt. Boah, das hat aber ein absolutes Krater in mein Portemonnaie reingekloppt. Wir haben uns R9 geholt für 10,10 Millionen Glocken. Da bin ich gespannt. Da habe ich jetzt 2 Tage lang für wirklich Packs geschwitzt. Die 3 hier noch und dann steht das Team eigentlich. So, okay, Eli. Das Problem ist, die kosten halt nochmal 12 Millionen. Sollen wir 10er Pack bitte? Ja, machen wir. Okay. Bis 21 Uhr, wer den teuersten Spieler zieht. Achso, bloß geht's mit in die Wette. Ich bin dabei. Super, Korai. Oh, nicht mal rein, aber... Da bist du jetzt auf einmal. Oh, Barella! Fahr ich vorbei, ja, oder? Ja, das Ding ist sauber. Ich hab ja groß 40. Fahr ich vorbei? Ja, ja, das Timo, ist ich mach hier Subs für uns. Oh, danke für den 10er. Nee. Alter Schwede. Brozovic, da ist mein Walkout. Das sind meine Walkouts-Chat. Ah, übrigens, es ist 21 Uhr, ich hab das Ding gewonnen, ne? Ich freue mich auf... Wir freuen uns auf 10 Gifted Subs. Was riecht denn hier gerade so gut? Hat hier eine Parfüm aufgehört? Kurz meinen Hodensack gelüftet. Oh ja. Oh, da blubbert's. Enten. Ups. Oh. Ups. Oh, da liegen aber ein paar Enten rum, da hat jemand verteilt hier. Sind. Oh. Ja. Ich muss. Wir sind Enten. Ich hab einen Fax gekriegt, ich muss aufs Klo. Junge, da kam gerade so ein Fax hinten raus. Ein kleiner wieder da chat. Oh, Walker, wir gehen rein. Brasilien? Ach. Schwanz. Und dann kommt mal wieder ein scheiß Torwart. Mbappé hatte ich. Oh, Walkout? Haaland! Das ist geil! Digga, zum dritten Mal. Das ist geil! Digga, Haaland ist der Einzige, der regelmäßig zu mir kommt. Guck mal, wie er reinjongliert. Guck mal, wie cool. Oh, Alter, geil. Tschüss. Toll. Ey, Timau, diesen Yacinho kaufe ich jetzt. Da sind 2,5 drauf, ne? Ja. Geboten. Und hier vorne gibt es ihn für 2,6. Da ist er jetzt, Chat. So, Schnauze voll hier. Hier sind nämlich auch irgendwo Enten. Oh. Digga. Der erste ist okay, ne? Und der zweite geht so weit. Phantom. Ja, das ist geil. Oh, Portugal, Ruben Dias. Scheiße. Wie bist du eigentlich Botschafter geworden? Die Story würde ich auch mal gerne wissen. Und was ist dein Job so als Botschafter? Darfst du das sagen? Ja, also das hat angefangen letztes Jahr beim Edi Geller Cup.
dieser in der Halle. Da haben wir Partner gesucht und Sportpartner, alle abgesagt, weil sie Potenzial nicht drin gesehen haben. Und Adidas waren die einzigen, die zugesagt haben und die hatten auch übertrieben Bock. So, die meinten, ja, die wollen eh sowas mal machen und wollen so eine neue Richtung eingehen und so auf dieses Streaming-Ding gehen. Haben mich da als einziges Sportding so richtig supportet. Dann fanden die das übertrieben geil. Die meinten, es kam sehr gut an und so und haben sich gefreut, dabei gewesen zu sein. Dann war ich mit denen so ein bisschen im Austausch die ganze Zeit. Dann haben die mich irgendwann eingeladen, immer so zu so Sachen mit Real Madrid. Das war über Adidas zum Beispiel. Ach stimmt, da war doch aber irgendwas. Ich war bei Madrid, ich sollte eine Fußball-Challenge mit den Realspielern aufnehmen, das war über Adidas. Die haben mich dann immer so zu coolen Sachen eingeladen und so ein paar Events immer. Dann waren sie beim zweiten Edi Geller Cup auch dabei, aber schon relativ früh. Und die meinten dann halt so, dass sie langfristig mit mir zusammenarbeiten wollen, aber nicht so eine normale Partnerschaft, so wie man es kennt. Sondern die wollen schon so einen Schritt gehen. Es gibt ja Sponsoring, das ist so das Einfachste. Aha. So, du wirst gesponsert von etwas, dann kriegst du die Sachen umsonst, weißt du? Ja. Dann gibt es eine Partnerschaft, da wirst du meistens auch viel bezahlt mit einer Partnerschaft. Und dann gibt es auch sowas wie, das Höchste ist so Botschafter, dann bist du Partner und du identifizierst dich in Zukunft mit dieser Marke. Sowas wie zum Beispiel, Ronaldo ist bei Nike, Messi ist bei Adidas, Federer hat Rolex, oder? Federer, Rolex, ja. So eine Sache. Ich bin so einer, der das halt nicht als Sportler machen soll, sondern als Influencer-mäßig. Und ja, dann habe ich mich mit denen getroffen, die meinten, die haben Bock drauf und so kam es dann. Digga, es gibt ein paar Sachen, die geplant sind. Oh, Workout? Oh! Heuming! 170? Ich dachte, der wäre teurer. Haaland ist teurer als Heuming Son? Exakt. Timo, du musst jetzt diese scheiß Holzfäller-Story erzählen. Holzfäller-Story? Ja, du musst es jetzt erzählen. Holzfäller-Story ist eigentlich ganz einfach. Ne? Die mit Kacken, ne? Da geht's auch um Kacken. Also, ich war auf dem Feuerwehrlehrgang. Kettensäge, Führerschein. Ja. Ne? Mit dem Wald, mit ein paar aus von meiner Firma, auf ganz entspannt angelehnt, ne? Und wenn du so einen Kettensägenführerschein machst, dann musst du halt dich komplett, ne? Du musst dich Feuerwehrklamotten, schnittfeste Jacke, ja, ne? Helm, Handschuhe, alles drum und dran. Voll zugepackt halt eben, ne? Musst Attacke machen, musst da Bäume fällen, ne? Zum Mittagessen gab es dann ganz gemütliches Sauerkraut und Bratwurst, halt so ein Pfälzer Lehrgang, ne? Hier so bei uns, Pfalz, ist so ein gefühltes Nationalgericht, ne? Ich Hunger gehabt wie ein Büffel, Alter, und ich glaube, ein Teller Sauerkraut abgeschmiert, ne? Kennst du Sauerkraut? Ja, natürlich, Digga. Dann ging's halt weiter, ne? Und irgendwann merke ich so, oh fuck, ne? Mitte im Wald, es ist nur ein Auto in den Wald reingefahren, ne? Vom Feuerwehrführer. So, was machst du jetzt? Ich denke mir so, Bro, was mache ich denn jetzt? Am Anfang noch Krämpfe, so kennst du das, als wenn es anfängt mit Krämpfe, so wirklich. Und ich konnte die Krämpfe noch so wegatmen. Ne? Kennst du das so dann wirklich, als ich so ein bisschen konzentrierst, dann so entspannt. Ne? Ich dachte, okay, geht noch vollkommen klar, kann ich mitarbeiten. Dann ging's los, ich soll einen Baum fällen. Baum muss ja ziemlich tief fällen, ne? Also nicht irgendwo auf so Gesichtshöhe, sondern muss runter, ne? Ich gehe runter und merke so, oh mein Gott. Ich verliere gleich die sämtliche Kontrolle über alles, ne? Über dein Poloch. Über das Poloch. Also, das war dann... Du warst mehr Herr deiner selbst. Ja, jetzt pass auf. Ich habe dann gekämpft wie ein Weltmeister. Der Prüfer fragt mich so, was ist los? Warum schwitzen Sie so, ne? Das war in der Prüfung. Ja, ja. Und das war mitten in der Prüfung. Ich denke mir so, naja, mir geht's gut, ist halt warm, was soll ich machen, ne? Ich habe geschwitzt, ich habe gezittert, weil du musst ja wirklich so richtig tief runter in die Hocke, ne? Dass ja das Loch eigentlich so primär erstmal geöffnet wird. Dein Arschloch. Und dann ging einfach, also bei mir ging dann einfach gar nichts mehr. Es war dann wirklich so das Limit, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich bin ein erwachsener Mensch, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich kacke mich einfach ein und versuche das irgendwie zu überspielen, weil die Feuerwehrklamotte ist dick, ne, was soll ich machen? Das kriegt keiner mit, wenn ich mich jetzt einkacke, so, dann irgendwann fahren wir heim, ich dusche mich, alles ist gut, ich kann nichts mehr machen. Möglichkeit 2 war halt irgendwo so, ich gehe in den Wald und setze mich da irgendwo hin. Aber ich hatte ja auch nichts, so, ich könnte nur die Feuerwehrjacke ausziehen und dann meinen Arsch abputzen, geht ja nicht, ne? Und da habe ich wieder rumgestruggelt, da waren du auch Mädels dabei. Ja. Und dann habe ich so zu dem Prüfer gesagt, so, ey, mir geht's gerade so psychisch nicht so gut, ne? Ich glaube, ich muss nach Hause. Und der hat dann noch wie lange rumgemacht, so warum, wieso, weshalb und hin und her. Und irgendwann meldet sich eine, die ist auch bei uns im Betriebsrat gewesen. Die junge Dame, hübsch, sagt, ah ja, wenn es mir nicht gut geht, sie fährt mich. Dann fahren wir wieder los. Ich bin so ins Auto eingestiegen, so, ne? Ich konnte wirklich, also das war wirklich der Zeitpunkt, ich hätte nur, wer passiert? Dann hat sie eingekackt. Ja, nur... Wir fahren zum Waldausgang, da ist da eine riesen Schranke, so manuelle Schranke, ne? Ja. Sagt das Mädel zu mir, steig mal aus, drück die Schranke hoch, ne? Ich bin wirklich original so ausgestiegen, so, Krämpfe, geschwitzt, die Schranke so ganz langsam hoch. Und wir hatten uns bei dieser Gaststätte, die uns auch mit Essen beliefert hat, da haben wir uns umgezogen. Das war einfach eine ganz normale Gaststätte mitten im Wald. Ja. Wir halten an, ich gehe aus dem Auto raus, Jacke aufgemacht schon beim Rennen, ne? Also die Stiefel, alles an, ne? Helm weggeworfen. Ich habe gedacht, komm, mittags, was soll das sein?
renn in die Wirtschaft, alles voll mit Rentnern. Ne, alles voll mit Leuten, die da sitzen. Ich denke mir so, no, kann ich heute ins Klo gehen? Ich frage, wo die Toilette ist. Weißt du, was für eine Toilette das war? Hier ist der Gastraum und die Toilette ist direkt am Gastraum und ist nur durch so eine Holztür getrennt. So ganz alt, ne? Ich so, okay, ich kann es nicht mehr. Ich muss, kennst du auch das Gefühl, wenn du die Schüssel schon vor deinen Augen so siehst, dass es nochmal schlimmer wird? Es war wirklich kurz vorm Platzen, ne? Es war kurz vorm Platzen. Ich bin da rein, beim Hose runterziehen ist hinten... Es ist rausgeschossen, also das Sauerkraut, es war unmenschlich. Es war unmenschlich. Ich habe gehört, da war das ganz normale Gelaber so in dem Restaurant. Es war von jetzt auf nachher, es war Ruhe. Es war Ruhe im ganzen Restaurant. Ich denke mir so, scheiße, ich gehe jetzt als gebrochener Mann, ne? Muss ich jetzt mit gesenktem Haupt durch die ganze Wirtschaft durch. Ne? Und jeder wusste da drin, was ich gemacht habe. Ne? Es war alles verkackt, alles. Ich konnte dann einfach hingehen und konnte sagen, so, ey, ich bräuchte mal kurz einen Putzeimer oder sonst irgendwas. Ne? Ich konnte, du hast nicht in die ja, ich konnte es immer. Ich habe Hose und dann ist es einfach schon geöffnet. So, das schwarze Loch hat einfach geöffnet. Digga. Das, also hast du die Toilette, also den Klokasten angekackt. Ja, das war einfach Wasser. Das war einfach Wasser. Das ist Dreck Sauerkraut. Und noch ein Funfact am Rande, seitdem esse ich nie wieder Sauerkraut. Habe ich nie wieder Sauerkraut gegessen. Also, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Du hast es gar nicht in die Toilette geschafft. Ja, dann auch. Das war unmenschlich viel. Ja, aber du halt am... Du aber hast ich konnte es nicht mehr. Du hast Latzhose, ne? Ja. Dann noch die schnittfeste Hose und so. Und ich konnte es nicht mehr halten. So. Es ging einfach nicht mehr. Und da war nur eine schäbige Holztür. Wisst ihr so von früher, die einfach unten noch so weit offen ist, Alter, so, ne, zum Bad. Und ich konnte es nicht mehr halten, Digga. Danach bin ich ja direkt stiften gegangen, ne, und hab mich erstmal für den Kurs krank gemeldet. Das war abartig. Wie alt warst du da? 22, 23. Und das war auf jeden Fall das schlimmste Erlebnis, ne, weil wenn du wirklich als Mann kacken musst und geht nicht, das zerreißt dich innerlich, ne. Wegen dem Sauerkraut, was hat die Dame gefragt? Das ging einfach gar nicht mehr. Oh, oh Gott! Warte mal. Die wusste ja, was lief, ne. Story von Simon, wo er aufs... Ja. Du hast auf ein Auto gekackt? Oh ja. Digga, was ist das denn, Krankes? Wir hatten so einen kleinen Streit unter Freunde. Und die hatten irgendwann mal so angefangen mit bei Timo am Auto Backpulver drüber. Dann haben wir wieder angefangen bei denen am Auto irgendwelche mit Eier zu bewerfen. Und das ging halt immer so weiter. Und irgendwann, meine Schwester hat ein neues Auto gekriegt, das hat die mir ausgeliehen. Ja? Und wir sind damit rumgefahren und die haben sich... Es hat oben so ein Dach gehabt, zwar offen. Ja. Und die haben sich bei uns auf dem Dach versteckt und haben dann einfach Traubensaft ins Auto reingekippt. Das ganze Ding hat geklebt. Das neue Auto. Ja. Ja, alles am Arsch, Knöpfe am Arsch. Ja. Oh, dann haben wir uns gedacht, so, ey. Ja, aber warum machen die das denn? Was ist das denn für Arsch? Kinder. Keine Ahnung, halt hochgeschaukelt, ne? So. Es ist immer mehr geworden. Ja. Und dann war halt irgendwann so, ey, ja, so, wir kacken dem jetzt aufs Auto drauf, ne? Und was für ein Auto war das? Das war so ein Fiat Punto. Und das Ding war, das waren so auch so zwei Kumpels. Wir wussten nicht, also der andere Kumpel war bei seiner Freundin, wir wussten aber nicht, ja, wo das ist. Und dann haben wir hier in Grünstadt seinen anderen Kumpel abgefangen, haben den mit Panzertape gefesselt, ins Auto reingeschmissen. Ist alles nur Spaß, Twitch. Ja, ist alles nur Spaß. Digga, was habt ihr gemacht? Das ist alles nur Spaß. Und haben gesagt, Meister, du sagst uns jetzt sofort, ne, wo dein Kumpel ist. Dann hat er uns das gesagt, dann sind wir doch, das war irgendwie hinter bei Saarbrücken oder sowas. Dann sind wir nachts irgendwie so um 3 nach Saarbrücken gefahren. Um den aufs Auto zu scheißen. Ja, das war dann so eine spontane Idee. Ja, und dann habe ich mich da halt auf die Motorhaube gehockt und dann ist es halt passiert. Und dann hat der uns morgens noch ein Bild geschickt, wie er nach Hause gefahren ist und die Kackwurst vorne mit dem Scheibenwischer verteilt war. Digga, hat sie sich aber auch oft. Digga, da muss man ja geistig eingeschränkt sein. Dabei und haben auf die Kackwurst noch Sprühsahne drauf gemacht. Also Simau hat aber schon mehrmals irgendwo hingekackt aus Rache, ne? Ja. Simau ist immer derjenige, der die Racheschiss macht. Wann hast du, da gab es doch noch eine Geschichte, Digga, die du nochmal irgendwo hingekackt hast. Du kackst Leuten irgendwo hin? Ja, eine Bushaltestelle, wo immer welche, war auch so... Verfeindetes Nachbarötel. War auch irgendwie, keine Ahnung, wir konnten die nicht leiden. Die konnten uns nicht leiden. Ja, die konnten uns nicht leiden. Oder haben wir gesagt, ganz ehrlich, da wo die sich halt immer aufhalten, nach, wir kamen in die Bushaltestelle. Und weil Timo das halt konnte, muss ich die Hose wieder runterziehen. Ich hab gewachst, Digga, dann. Und dann haben wir uns irgendwann das Problem war, das war vorher schon mal eskaliert irgendwie. Da sind wir da hochgefahren und hatten eigentlich mit einem so ein Problem gehabt. Und derjenige hatte aber zwei Kollegen gehabt, ne? Der eine war, keine Ahnung, ja, der war ein Pumper gewesen, der hat so einen Oberarm gehabt und der andere war irgendwie Kickbox-Weltmeister. Und wir hatten aber eigentlich mit dem Problem, sondern mit dem anderen. Und wir kommen da hoch und er sagt, naja, steigt mal aus. Und wir wollen aussteigen und plötzlich steigen aus dem sein Auto die zwei Maschinen aus. Wir hocken so sofort wieder ins Auto und die legen so den Bizeps da rein und sagen, habt ihr ein Problem? Ja, dem sein Bizeps war damals so groß wie mein Kopf. Und dann war halt die Racheschiss gekommen. Die kacken den Leuten, also wirklich...
Du bist ein Scheißer. Ja, der kackt wirklich da, wo es ihm. Wo es wenn du ein Problem mit ihm hast, dein Kack kann es sein, dass in deinem Briefkasten auf einmal ich rege die Probleme mit Fäusten, sondern mit Kacken. Schlau im Leben, Digga. So Pyramiden finde ich schon echt krass. Was so, ist denn da? Pyramiden habe ich letztens auch was gesehen. Pyramiden-Thema bin ich gar nicht drin, hol mich rein. Digga, das von. Die haben das gebaut, so nach Koordinaten und die konnten das eigentlich. Die haben das so gebaut, aber du kannst. Von oben, wenn du von oben, Chat, unterstützt mich mal ganz kurz. Wenn du von oben darauf guckst, dann gibt es ein Muster. Aber damals gab es keine Technologie, wie du das von oben her sehen konntest. So, das ist Punkt 1. Die sagen, das waren ja Aliens, die das von oben mäßig, so, die viel weiter waren. Oder die hatten nicht die Möglichkeiten, das einfach zu bauen. So, ganz, das finde ich schon krass. Und dass es da ganz viele Geheimnisse gibt, so, was kein Mensch checkt. Das war ja auch krass, dass sie in der Pyramide hatten die Löcher drin, in diesen großen Steinen, die komplett rund sind. Und es gab früher gar kein Werkzeug, um das so perfekt zu machen. Was war das nochmal, auch was ich völlig verrückt finde? Ja. Die Lichtgeschwindigkeit haben die gleichen Daten von der Pyramide. Und damals wusste kein Schwanz, wie schnell das Licht ist. Stell dir mal vor, ich will was rein ins Beispiel-Chat, okay? Angelo Merkel wird morgen zu uns kommen. Also, ja, okay, ist sie jetzt nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Sagen wir, Angelo hätte vor 5 Jahren gesagt, wir haben gerade eine Nachricht aus dem All bekommen und es ist auf jeden Fall ein Leben ist da. Es ist nichts Natürliches. Es ist eine Nachricht, die wir empfangen haben. Wir können sie so nicht entschlüsseln. Weißt du, was in Deutschland los ist oder auf der Welt oder so, wenn jeder Präsident oder Präsidentin das in ihr Land macht? So eine Information, die kannst du ja nicht einfach mal droppen. Nein. Genauso wie ich mir immer denke, so, vielleicht ist es auch so zu sehr Hollywood-filmmäßig, aber als ob die auch einfach so droppen würden, ah ja, übrigens, da kommt so ein Komet, der ballert auf uns zu und in 3 Monaten ist hier vorbei. Ja. Das musst du ja geheim halten, wenn du das droppst, dann... Dann ist die Hölle los, Digga. Ja. Glaubt ihr wirklich, nein, aber was ich sagen wollte, mein Gegenargument ist, ich bin voll bei dir, denke ich auch, aber vor allem in Zeiten des Internets, der freien Information, wie willst du so eine Scheiße dauerhaft verheimlichen? Sowas kommt immer raus. Junge, mittlerweile erfahre ich am Samstag, was für Team of the Week Karten damit bekommen. Walla Billa, dann kommt das auch raus. Sag ich dir ehrlich. Soll ich euch mal einen ganz wilden Call geben, wer uns richtig fickt? Die Pharmazie. Ich sag, es kann nicht sein, dass wir eigentlich in so einer Zeit leben, wo man Krebs nicht heilen kann oder irgendwas gibt, wo man da frühzeitig irgendwie was machen kann. Glaubst du, es wurde was entdeckt? Die zeigen es noch nicht wegen Kohle? Ja, bin ich mir sicher. Das hab ich auch schon gehört. Würde ich auch bei dir sein, weil die Pharmaindustrie ist halt immer darauf, also häufig darauf bedacht, dich nicht zu heilen, sondern zu behandeln. Das Beste, was denen ja passieren kann, ist nicht dir dieses eine Medikament zu verschreiben, was einmal zack macht und du bist wieder gesund, sondern ey, ich habe hier dauerhafte Tabletten, die musst du den Rest deines Lebens nehmen. Die kosten dich einen Huni im Monat und dann geht's dir ein bisschen besser und vielleicht wächst dir kein dritter Arm. Ja, ist ja so. Ja, Junge, ich habe scheiß erblich bedingten Haarausfall und soll angeblich irgendwelche Tabletten bis zu meinem Lebensende schlucken, als ob es nicht irgendeine Scheiße gibt, die ich mir in den Kopf ballern kann und dann habe ich geile afghanische Wuschelhaare. Also jetzt kommt Merkel, mach Haare auf. Mit Haartransplantation. Aber also, vielleicht. Ja, ich würde es gerne mit geilen afrikanischen Wuschelhaaren. Ehrlich. Wir haben ja jetzt hier so neue 4K-Monitore und so, Glasfaserleitungen und so, also die jetzt nicht bei Vodafone sind. Ne? Ja. Was denkt ihr, so krasse Regierung und so, technologisch, was so PCs und so angeht. Wie viele Jahre sind die uns voraus? Weil als ob die da mit so einem gammeligen i9-Prozessor oder so rumrennen. Die müssen ja geisteskrank gescheitert haben. Digga, ich sag dir, EA benutzt noch die Sachen aus der Steinzeit, die Wichsgesichter. Ja, aber ich meine jetzt Regierung. Die benutzen für ihre Server auf jeden Fall noch ein paar Steine. Das ist ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein ganz wilder Call, was du gerade von dir gibst. Die haben auch nichts anderes, die Regierung. Die haben teilweise so ein altes System, dass sie teilweise gehackt werden. Das war ja richtig dünnisches gerade. Nein, Junge, lass mich mal auf meinem amerikanischen Film-Train hier bleiben. Ja, der amerikanische Geheimdienst läuft doch nicht mit dem i7-Prozessor rum und schreibt dir dann bei iMessage Nachricht, hier der Russe hat seine Raketen bewegt. Der amerikanische Geheimdienst hat so eine scheiß schäbische Linux-Kiste von 1960 und hackt da dran. Da brauchst du nichts Besonderes. Das war ja ein ganz wilder Caller da, Alter. Und der Kamula war guckt euch, nein, ich setz den Aluhut auf. Guckt euch, bitte. Du hast richtig weit auf den Aluhut, Digga. Guckt dir so eine Edward Snowden-Doku an. Der Typ ist geisteskrank, was die machen können mit ihrer scheiß Technologie. Wenn der ein Interview führt, packt er alle seine mobilen Geräte, die er hat. Sei es eine Uhr, sei es ein Telefon. Der packt das in eine scheiß Mikrowelle. Ja, weil er krank ist, der Typ. Nein! Ich mach jetzt hier eine 900. Oh, du. Hau ab. Was soll die Scheiße? Warum mich? 5 Schläge. Schaffe ich in 5 Schlägen einmal über 900. Neue Abstimmung. 15. Nein, das ist krass. Mach du mal, damit die Leute das sehen. Jetzt mach ein. Oh, der war gut. Ja, die scheppern rein. Schwach. Wie viel? Schwach. 904, der Mann ist krank. Also 900 ist schon gut, Chat. Das war schon 900. Glaubst du? Ja.
Man muss den halt echt gut mittig treffen. Ja, der war gut. Sogar den Rekord, der da. Aha. 909. Der war krass. Ja, krass auch gut getroffen. Rekord. Oh, bist du King Kong oder was? Ich muss nochmal schlagen. Digga, das Brett hat mir so krass die Hand weg. Du fangst heute Abend ein paar Pinguine bei Timau ein? Ja, die mache ich. Luft durch die Heizung nicht hochgedreht, ne? Energiekosten sind teuer. Digga, wenn du da wirklich tief genug in den Keller reingehst, dann kann es sogar sein, dass du da auch Eisbären siehst. Ja, wirklich? So viele. Hast du da eigentlich ein Iglu unten? Digga, wir schlafen in diesem Iglu. Freunde, ich habe bei Timo geschlafen im Keller, ohne zu übertreiben, realistische Gradzahl in diesem Keller, irgendwas zwischen 15 und 17 Grad. Warum ist ja so kalt? Das hört sich jetzt vielleicht warm an, weil ihr denkt, oh, 17 Grad ist entspannt draußen. Schlaft mal mit 17 Grad. Digga. Wie schlafst du daheim bei wie viel Grad? Digga, normal irgendwie Zimmertemperatur, 21, 22 Grad. Digga, das ist so kalt da. Ist doch okay. Nein. 17 Grad ist übertrieben kalt. Also. Sau cold. Das ist extrem geil zum Schlafen. Also ich weiß, bei mir ist mal im Winter die Heizung ausgefallen, da waren 18 Grad, das war eisekalt. Digga, es ist eisekalt. Digga, das war eisekalt. Ihr denkt 17 Grad. Da habe ich Eiszapfen aus der Nase gehabt. Sommerwetter, weil das denkt man wegen auch Sonnenschein und sowas. Digga, 17 Grad ist wirklich kalt. Wer von denen ist jetzt Timo und wer ist Simon? Das ist Simon und das da hinten ist Timon. Timon, da gibt es andere, die unsere Namen die Digga, immer verwechselt haben. Du bist bei mir als Teasy eingespeichert und du bist bei mir als Simon Teasy eingespeichert. Na gut, aber zumindest heißt ich Simon Teasy. Ja. Ziemlich verarschen, mach das jetzt sofort anders. Danke für die Ehre, Eli. Weil er war der erste, du warst die erste Nummer, die ich hatte und da wusste ich nicht, wer das war. Weißt du, wie du bei mir noch heißt? Nee. Elias Hertha YouTube. Wärt ihr lieber Drake oder Marco Reus? Ja, Marco Reus. Echt jetzt? Ja. Ja, kein Bock so berühmt zu sein. Ja, wenn du gar nicht mehr rausgehen kannst, keinen Ort der Welt verreisen kannst, ohne dass du eine komplette Entourage mit dir schleppen musst, die dich beschützt, gar kein Bock, Digga. Travis Scott oder Leonardo DiCaprio? Das ist beides krass berühmt. Das ist beides bei meiner Meinung. Wow. DiCaprio, weil ich Schauspiel geil finde. Ah, aber ich finde, als Rapper, Bruder, du kannst echt so, Scott aber auch, ja. Du kannst so gefühlt machen, du hast immer Druck so mit Dings da, aber so, du kannst glaube ich mehr machen. So. Will den Jüngeren sein. Okay, wärt ihr lieber Benzema, Stand jetzt, oder wärt ihr lieber Post Malone? Benzema, weil Fußball geiler ist. Ja, sag ich auch. So schlechte bodenlose Beispiele. Was kommt bei dir, Digga? Helene Fischer? Bones. Du vergleichst Bones mit Karim Benzema. Dann geb ich dir ein Beispiel. Wärst du lieber Ellie Jeller, Twitch Number One Germany? Ja. Oder ein Streamer mit average 5-6k Viewern, der auch richtig gutes Geld verdient, aber sich den ganzen Öffentlichkeitskopf nicht so krass geben muss? Ellie Jeller. Okay, bist halt auch du selbst, ne? Also bei mir ist es noch nicht so schlimm, oder das wird auch niemals so schlimm, dass du überhaupt nicht mehr auf die Straße gehen kannst. Also ich wäre, hatte ich auch schon ein paar Mal im Stream gesagt, ich wäre nicht gerne so berühmt wie du. Hätte ich keinen Bock drauf. Ja, das ist, aber es ist noch... Das kann doch nicht sein, ne? Oh! Ey! Digga, ein Kunku! Läuft bei dir! Digga, 150 Naschis! Digga, in dieser Höhle stinkt es so abartig, dieser Wahnsinn, so nach Scheiße, ne? Digga, hier stinkt echt krass abartig. Nach Scheiße. Alles stinkt nach Scheiße. Du kannst dich ja nicht mehr bewegen. Einfach Elis letzte Körperhygiene ist über 48 Stunden. Also überlegt euch nochmal, ob ihr Bilder mit uns haben wollt und uns sehen. Nein, stimmt nicht. Ich war vorher duschen, bevor ich hergekommen bin. Aber wusstet ihr, dass es nicht mal gut ist, jeden Tag zu duschen? Das ist für eure Kopfhaut nicht gut. Wenn man nicht jeden Tag Sport gemacht hat, halt wenn man nicht Sport gemacht hat, soll man nicht jeden Tag duschen. Man soll es nicht jeden Tag duschen. Es gibt aber auch Leute, die schwitzen ja auch so. Simon, also jetzt der böse gemeint, so schwitzt ja auch nicht viel, aber der stinkt als wie ein aufgestochener Lachs. Da muss der, wenn der nicht alle Tage, oder? Sag mal ehrlich, Simon? Ja, also ich sag mal. Muss schon sein. Ich schwitze zum Beispiel enorm viel, aber er stinkt nicht. Bei mir, ich werde halt immer nass, aber müsst halt trotzdem duschen. Kommt halt immer aufgestochen, also aufgestochen. Aber das kommt doch immer drauf an, was man für T-Shirts anhat. Wenn du jetzt so Oversize-Dinger anhast, dann stinkt mich da drin ja auch nicht. Wenn du aber diese eng anliegenden Sportdinger da anhast, dann ist es ja wohl klar. Er sagt so, ja, widerspricht. Stinkt so sehr nach Scheiße. Groß, nee, ich schnupper auf gar keinen Fall an dir. Sieg vielleicht da, weil du immer überall hinkackst. Nee, ich das. Guck mal, ich kann es euch ganz genau sogar sagen. Ich habe heute... Und du stinkst so nach AA, Alter. Du nicht? Ja, nicht so exzessiv. Der Bräuner ist da wieder. Digga, stimmt, ihr habt ihn zweimal heute gezogen, ne? Wenn da im nächsten Pack jetzt eine Icon kommt. Alba Verde! Dann rasiere ich mir eine Glatze. Okay, egal bei wem? Und ich übernehme die Glatze immer. Ja.
klar. Weißt du, 1000%, ey. Ja, ich muss es anders erweitern. Wenn in den nächsten 5 Packs bei mir ein Spieler über 100k drin ist, rasiere ich mir eine Glatze. Wow, Digga. Das ist nicht mal so krass. Alter, über 100k ist asozial mutig, ne? Ja, wirklich. Digga, ich kann meinen Account. Okay. Bitte, lieber Gott. Hey, du bist so Eli. Jetzt habe ich auf einmal auch Angst. Ich glaub, du nein, guck dir den Account an. Ich könnte jetzt wieder die nächsten 80 Packs abstoßen. Okay, ich erhöhe sogar noch. Wenn ich in dem nächsten Pack einen Spieler über 100k ziehe, entferne ich jegliches Haar, was an meinem Körper dran ist. Komplette Körperentwachsung. Augenbrauen? Überall. Ah, oh Gott! Nee, ist nicht. Tu's nicht. Oh Gott. Die ist so geil. Digga, wenn im nächsten Pack eine Icon drin ist, dann trink ich von der Shisha Bowl das Wasser auf Ex im Stream aus. Wenn ich im nächsten Pack einen Spieler über 100.000 Coins ziehe, könnt ihr um 1 alles schlafen und ich mache alleine die Nachtschicht. Boah. Bis morgen früh durch. Okay, weil das gefällt mir gerade, Im nächsten Spieler, im nächsten Pack ein Spieler über 100k drin ist, dann tätowiere ich mir das geleakte Röntgenbild von Eli seinem Hoden auf meinem Rücken. Boah. Hey, bist du kernbehindert? Digga, alles gut. Er spielt so sehr mit seinem Bruder. Gib mir ein paar mehr Wille, Korn. Vor allem, wie kommst du auf so eine Scheiße mehr die ganze Zeit drauf? Wenn ich im nächsten Pack ein Spieler über 100.000 zähle, gehen alle meine Twitch-Einnahmen im Dezember an eine gemeinnützige Organisation. Ja, das würde ich jetzt fühlen. Ja, schade. Du musst den Mann lassen, der hat wirklich dicke Eier. Kauf ich mir doch eine Rolex. Wenn ich im nächsten Pack ein Spieler über 100.000 Coins ziehe, dürfen die Teasys mit 25 km/h Begrenzer an mir vorbeifahren mit dem Auto und mir mit dem Badelatschen auf den Poppes hauen. Mit dem vorbeifahren. Nackte. Nackten Poppes. Per Insta-Story wird's geleakt. Nein! Wenn ich im nächsten Pack eine Icon ziehe, kopiere ich 1:1 die Gesichtstattoos von Monte. Man kann nicht so viel mit dem Feuer spielen. Boah. Digga, er liebt es, mit dem Feuer zu spielen. Alter, das knallt gleich hier so, ne? Der Herr des Lichts, Digga. Alle fünf. Wenn wir in den nächsten 5 Packs eine Icon ziehen, das kann wir sie einfach. Ja, ja. Sagen wir, nö, zu spät. EA-Logo 2. Auf die Stirn. Wenn ihr bis 1 Uhr, wenn wir bis 1 Uhr eine Icon ziehen, muss, egal wer, muss er das Karten. Okay, gut. Ja, nee. So ein bisschen Hoffnung habe ich schon noch. Digga, du hast hier gerade von irgendwelchen Tattoos geredet. Ja, war, Digga. Egal wer, ja. Derjenige, der die zieht, spendet alle seine Twitch-Einnahmen aus diesem Monat an eine gemeinnützige Organisation. Okay, komm. Ich will keine Argentine. Ist hier in den Draft, Jungs. Ey, Mann, ich wollte mein neues Team bauen. Gib mir mal ein paar Vorschläge für ein paar coole Karten. Ey, Leute, ich bin ehrlich, Band, aber hier mein Trader-Kaufprojekt. Ja. Ich kann nicht mehr. Das war der Trio-Stream. Wir sind gestern 14 Stunden live gewesen. Heute waren wir bei jedem ungefähr 5 live, also heute auch nochmal so 14, 15 Stunden. Also insgesamt 30 Stunden live in den letzten 48 Stunden. Ich hoffe, euch hat das alles gefallen. War sehr, sehr geil. Viele von uns haben Rekorde gebrochen. Wir waren immer so zwischen 40.000 und 80.000 Zuschauer, so konstant, was wirklich krass ist. Da sind wir euch sehr, sehr dankbar. Checkt nochmal die Jungs ab. Lasst hier nochmal ein Follow da. Ciao. Ciao.